Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und willkommen zu dieser weiteren Folge von Minecraft Namenlos. Ja, in der letzten Folge haben wir so gut wie alles verloren, was wir gehabt haben. Aber ich habe das Ganze wieder ein bisschen nachgefarmt und ich glaube, wir haben jetzt so wieder halbwegs alles, was wir bis jetzt hatten oder was wir im Nether zumindest mit hatten. Ja, das war die Ironie des Schicksals. Ich sag's auch noch, Achtung, Lava sehr gefährlich und dann hat sie mich umgebracht. Gut. Nun gut. Wir gehen ein weiteres Mal in den Nether, um Quarz zu sammeln. Und hoffentlich diesmal damit zurückzukehren. Denn den brauchen wir ja für unseren Alloy-Smelter, den wir uns craften wollen. Und deswegen brauchen wir unbedingt diesen Quarz. Ja, dann ein weiteres Mal ab in den Nether. Da habe ich mich echt verdammt geärgert. Das war schon sehr, sehr ärgerlich. Ja, da ist auch unser Todespunkt. Da unten irgendwo, da bei den Bliedenden. Aber ich will jetzt erst gar nicht mehr dort runter gehen, sondern eher hier oben bleiben. Und schauen, ob ich hier oben noch ein bisschen was finde. Denn hier besteht nicht so die Gefahr, dass wir auf versteckte Lavaquellen oder sonstiges treffen. Deswegen ist es, glaube ich, mal geschickter, wenn wir hier oben bleiben. Aber vielleicht irre ich mich auch und wir sterben trotzdem. Was bist du? Was machst du? Kann ich was aus dir machen? Wahrscheinlich nicht. Gut. So. Gib die mal schnell in die Offhand, dann kann ich die auch platzieren. Hier haben wir auch ein Minizio-Ohr. Haben wir in der letzten Folge auch ein paar abgebaut. Wie gesagt, die werden wir auf jeden Fall brauchen. Haben wir ja auch schon einige gesammelt im Stream. Haben wir, glaube ich, 43 schon ergattert. Insofern es ist jetzt nicht so schlimm, dass wir das da unten verloren haben, alles, aber ärgerlich ist es halt trotzdem, weil ich halt alles nachfarmen habe müssen und ja, das ist halt schon ärgerlich. Naja, kann man nichts machen. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Also immer schauen, dass wir nicht direkt unter uns abbauen, weil das kann tödlich enden. Gerade wenn wir auf so einer Höhe sind, kann das nicht gut ausgehen. Okay, da ist nochmal safe zum runtergehen. Okay, gut. Also, was ich auch so höre, ist der Ghast im Moment despawned. Das heißt, wir brauchen auch jetzt nicht mehr Angst haben, dass wir von dem runtergeschmissen werden oder in die Luft gesprengt werden oder was auch immer. Das ist doch ganz ein bisschen nervig. So, zack. Minizio Ore können wir auf jeden Fall mal mitnehmen. So. Gut, weiter geht's. Immer schön Fackeln platzieren. Das Gute ist, dass einem die Zombie-Pigments jetzt nicht unbedingt angreifen. Außer man greift sie an. Okay, und ich höre den Gas schon wieder. Nur wenn man sie angreift, greifen einen halt gleich alle an. Da hinten ist blaues Feuer. Wie cool schaut das denn aus? Der Nether ist auch schön überarbeitet worden bei, von Biomes of Plenty so. Und schaut jetzt auf jeden Fall schöner aus als der Standard Nether. Gefällt mir ganz gut. Ich mag ja Biomes of Plenty sehr, weil es verschönert einfach diese Standard Minecraft Welt. Weil man muss zugeben, die ist jetzt nicht besonders hübsch, sagen wir so. Und Biomes of Plenty macht da eigentlich einen ganz guten Job, das wettzumachen. Okay, also hier geht's wieder runter. Ich hätte ganz gern dieses Glowstone da. Wo ist denn der Ghast? Nirgends, okay. Ja, dann bauen wir da noch ein bisschen Glowstone ab, weil den Dust brauchen wir wahrscheinlich auch bald einmal. Schätze ich. 3 Glowstone habe ich bekommen, danke. Okay, der liegt jetzt da unten. Ja, das will ich mir ehrlich gesagt nicht antun, da runter zu latschen jetzt. Kies, müssen wir aufpassen, dass der nicht runterfällt, während wir da drauf stehen, weil er schwebt ja in der Luft und wie wir bekanntlich wissen,
ist die Schwerkraft im Nether nicht aufgehoben. Und Kies fällt auch im Nether herunter, soweit ich das weiß. Können wir mal ausprobieren? Ja. Also müssen wir aufpassen. Aber hier haben wir viel Glowstone, den können wir auch ohne Gefahr abbauen. Dass wir runterfliegen oder sowas. Aber mich macht dieser Gast irgendwie ganz nervös. Weil der hat uns schon einmal umgebracht. Und das will ich ehrlich gesagt vermeiden, dass das noch ein zweites Mal vorkommt. So, ein bisschen Glowstone. Da unten ist er. Der Missepeter. Der Missetäter. Missepeter, Missetäter. Ich glaube, das kann man beides sagen. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich gerade ein neues Wort erfunden. Egal. Ich erfinde gerne neue Wörter. Das ist toll. So, bisschen Glowstone auch noch gesammelt. Werden wir noch ein bisschen Quarz sammeln und dann vielleicht schon wieder zurückgehen in unsere normale Welt und schauen, was uns noch so fehlt für unseren guten Alloy-Smelter. Ich kann ja auch mal schauen, vielleicht brauchen wir noch irgendwas aus dem aus dem Nether. Noch was anderes als Quarz, aber ich glaube, soweit ist das das Einzige, was wir brauchen. So, zack, zack. Ja. Gut, dann schauen wir mal wieder zurück. Ich schaue nochmal schnell drauf, was wir alles brauchen. So, Energized. Wie stelle ich das her? Das stelle ich im Alloy-Smelter mit Glowstone, Gold und Redstone. Okay, Glowstone haben wir ja jetzt ein bisschen. Cauldron stellt man mit Eisen her. Dieses Industrial Powder wissen wir ja schon. Brauchen wir Lapis Powder, Nether Quartz, ein Organic Black Dye. Okay. Den mit Kohlepulver und Slimeball. Kann man die irgendwie herstellen? Geht auf Heat. Okay, wie kriegen wir das? Und Horsehoof. Geht auf Heat, kriegen wir... Bit of Lava Sand oder Lava Bucket. Okay. Oh, okay. Ja, dann können wir den Slime auf jeden Fall herstellen. Glaube ich, wenn wir diesen wenn wir dieses Hufzeugs kriegen. Das da. Woher kriegen wir das? Drops a Vanilla Food Pantry. Food Channel get special drops like Pollen. Okay. Also müssen wir Pferde töten. Tatsächlich, leider. Aber dann müssten wir vielleicht sogar noch eins haben, ne? Das muss ich nachschauen. Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Aber Glowstone habe ich jetzt auch zweimal genug. Das Minizio können wir auf jeden Fall nochmal mitnehmen. Und wir gehen jetzt mal... Oh, da war das Loch. Halleluja. Alter, was rastet da denn jetzt schon wieder so aus? Alles klar. Okay, wir müssen in diese Richtung, denke ich. Ja, das sind auch schon unsere Fackeln. Da hinten sehen wir auch schon das Portal. Dann gehen wir zurück und schauen wir mal, was wir jetzt tatsächlich von dem ganzen Zeug herstellen können. Okay, und wir sind out of food. Also das Essen ist echt ein Problem. Ich meine, wir können uns das Ganze ein bisschen cheaten und sagen, okay, wir bringen uns um. Dann haben wir wieder vollen Hunger. Nein, bitte greif mich nicht an, blöde Ratte. Bitte nicht. Okay, die scheint friedlich zu sein, Gott sei Dank. Gut, puh. Dann haben wir das auch, Gott sei Dank, überstanden und kehren mal mit Beute zurück und nicht als toter Mann. Scheiße, okay. So, zack, zack. Wir legen uns mal schnell schlafen, weil in der Nacht möchte ich jetzt nicht herumgehen. Wobei, wir könnten ja schnell... Komm schon, nein, geh weg, gut. Wir könnten schnell unsere ganzen Sachen ablegen und uns einmal umbringen lassen. Crafte ich nochmal ganz schnell eine Kiste. Habe ich ja noch ein bisschen Holz. So, zack. Ah ja, den Backpack habe ich noch nicht zurückgefarmt. Den muss ich noch schnell dann mal zurückfarmen. Die Rüstung darf ich nicht vergessen. Muss ich auch noch schnell ablegen. Jawohl.
Zack. Und jetzt kann ich mich schnell von der Spinne umbringen lassen. Komm her, Spinne. So viele Level haben wir jetzt auch nicht, dass es wichtig wäre. Die 13 Level kommen wir schnell wieder zurück. Also die kriegen wir sicher schnell wieder zurück. Hoffe ich jetzt mal. Komm, greif mich an, bitte. Eine. Jawohl, danke. Ich weiß, es ist jetzt nicht so ganz die orthodoxe Methode, aber besser als wir sterben den Hungertod. So, beziehungsweise mit Hunger kriegt man ja, gehen wir ja nur auf ein halbes Herz runter. So, ich hole mal ganz schnell meine Sachen nochmal. Ja gut, das war ein bisschen viel herumgelaufen jetzt. War ein bisschen unnötig, hätte meine Sachen gleich da drüben in meiner Base ablegen können, aber who cares. So, zack, zack. Weiter geht's. So. So, und nehmen wir die Rüstung schnell zurück. Das brauchen wir mit. Ein bisschen Holz kann auch nie schaden. Dann Glowstone, Minitio-Essenzen. Na, das kommt auch. 14 Netherquarzen, okay. Das ist weniger, als ich dachte, dass wir bekommen haben. Egal. Ist jetzt nicht ganz so schlimm. Hoffe ich. Ah. Wir werden jetzt dweilen damit auskommen, ansonsten gehen wir einfach nochmal kurz in den Nether nachher. So. Zack. So, dann gehen wir mal zurück und schauen wir mal, was wir uns herstellen können. Wir brauchen auf jeden Fall einen Lava-Eimer. Und Lava-Eimer könnten wir eigentlich relativ gut herstellen. Weil da hinten haben wir eh auch einen Lava. Ein bisschen Lava. Aber das Problem wird dann eher die Pferde sein. Also werden die Pferde sein. Beziehungsweise das andere, was wir halt brauchen für das, um unseren Schleimball herzustellen. Und mal schauen, vielleicht gibt es dann auch noch eine andere Möglichkeit, irgendwie einen Schleim zu bekommen. Vielleicht droppt das irgendwer, keine Ahnung. Aber wir brauchen auf jeden Fall ein paar Schleimbälle. Gut, wir können mal das Energized Alloy herstellen. Und zwar brauchen wir dafür ein bisschen Redstone, ein bisschen Gold. Haben wir da noch Gold drinnen? Ja, da haben wir genug Gold drinnen. Okay. Und Glowstone. Dann legen wir mal sowas rein. 24. Ja, das sollte jetzt zwar genügen. Und lassen das mal schön durchbraten. Okay, das geht ziemlich langsam. Lassen wir das jetzt zweimal schmelzen. Während wir uns mal um die anderen Dinge kümmern. Okay, das brauchen wir. Dann brauchen wir Iron Nuggets. Das, ich nehme mal an, das stellen wir her, indem wir einfach Iron da reinlegen. Jawohl. Zack, dann brauchen wir noch ein bisschen Grains of Infinity. Haben wir natürlich auch da. Da haben wir keins mehr. Ne, okay. So. Dann. Nein. So, gehen wir mal in den Crafting Table rein. Okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Das wollte ich. So. Nämlich brauchen wir das hier. Und das können wir schon craften. Einmal brauchen wir das Ganze. Nein, wir brauchen das Ganze natürlich zweimal. Jawohl, haben wir genau richtig viel. Dann Öfen brauchen wir. Cobblestone haben wir en masse. Das sollte nicht das Problem sein. Da brauchen wir wieder drei Öfen. Ach, ich hätte mir den Simple doch... Oh, ich brauche das ganze Zeug gar nicht. Also schon, aber die Öfen brauche ich nicht. Nice, weil ich kann ja das einfach drüber schmeißen. Ah, ja, okay, gut. Ah, den Cauldron können wir uns jetzt nicht mehr craften. Dazu fehlt uns ein bisschen das Eisen. Habe ich Eisen eigentlich dazwischen gelagert? Vielleicht habe ich drüben noch ein bisschen Eisen. Ich hoffe es. Weil da habe ich jetzt auch kein Eisen mehr, oder? Nein. Nein. Schauen wir schnell runter. Vielleicht finden wir da ja noch irgendwo ein bisschen Eisen schnell irgendwo. Muss mich umschauen. Ach komm schon, du blödes Skelett. Lass mich doch in Ruhe. Nein.
Nein, du auch, Spinne. Lass mich in Ruhe, bitte. So, weg mit dir. So. Lass ich jetzt ein zweimal keines. Oh Gott, wir brauchen Fackeln. Alles klar. Ja, da haben wir natürlich auch im Nether einiges verloren. Das habe ich jetzt noch nicht so wirklich nachgefarmt. Das ist natürlich schon ärgerlich, aber... Oh, was macht ihr denn jetzt schon wieder hier? Das darf nicht wahr sein. Geht weg da. So. So, haben wir da vielleicht noch ein bisschen Eisen? Nein. Okay. Gut, dann gehe ich nochmal zurück an die Oberfläche. Also, wir müssen uns ein bisschen Eisen besorgen. Ein bisschen... So, die ein bisschen Schleimbälle, ein paar Schleimbälle. Vielleicht finden wir ein Sumpfbiom oder irgendwo, wo Schleime, wo Slimes spawnen. Das wäre natürlich ganz nett. Ansonsten. Ja. Ansonsten können wir da nicht wirklich viel machen. Wir könnten uns noch dieses. Ja, nein, wir brauchen Schleimbälle, so oder so. Gut. Zack, zack. Dann würde ich sagen, das war's schon wieder für diese Folge. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst gerne mal ein Abo da. Und nicht vergessen, ganz wichtig, die Glocke aktivieren, denn sonst kriegt ihr keine Benachrichtigungen, wenn ich ein neues Video hochlade. Und in diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut, bis dann und ciao.